Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sticks Shards of Darkness. So, wir sind hier in der letzten Folge hier hinter geblieben und haben unseren lieben Freund und Feind gefunden. Und wir müssen jetzt der Blutspur folgen irgendwie irgendwo. Und da ist jetzt die große Frage, wie können wir das am besten machen? Gehen wir hier hoch? Haben wir da eine Chance? Können wir das irgendwo sehen? Oder können wir das nicht sehen? Das weiß ich jetzt nicht. Kann ich das einsammeln? Nein, kann ich nicht. Ja, es ist die große Frage, ne? Was tun, sprach Zeus. Okay, da haben wir noch den Besuch. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ah, guck. Da unten liegt ein Toter. Achso, das ist einer von mir wahrscheinlich. So, hier machen wir mal kurz die Lampe aus, damit wir jetzt nicht gleich entdeckt werden. Die große Frage ist nämlich... Wir müssen da wieder rein, verdammt. Oder, warte mal, wenn wir jetzt hier unten lang latschen... Ich glaube, das war falsch, dass wir da rein sind. Ich glaube, wir hätten hier gar nicht lang gehen dürfen. Das hätten wir, glaube ich, gar nicht machen dürfen. Piano und lässt mich bitte einfach in Ruhe. Danke. Oh, lol. Da war ja einer. Dass der mich einfach nicht gesehen hat. Krass. Du kannst nicht mehr Ausrüstungsgegenstände davon tragen. Okay. Du willst mich jetzt hier nicht sehen. Du willst mich nicht sehen. Du willst mich bitte nicht sehen. Nein, 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 du willst mich. Nein. Nein, nein, nein. Oh, fuck. Das kann nicht wahr sein. You realize using the controller with your feet's not gonna gain you an achievement, right? So, weiter geht's. Okay, dann müssen wir das eben nochmal machen. Aber wir sind zumindest wieder in dem Raum und haben da natürlich jetzt den Vorteil, wir können theoretisch gesehen hier wieder neu starten. Das macht mehr Sinn. So hoffe ich zumindest. Das heißt, wir können theoretisch sehen, wo er lang gelaufen ist. Oder auch nicht. Okay. Also hier ist er definitiv mal nicht lang gelatscht. Aber da ist er. Okay. Okay, 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 okay. Das finde ich schon mal ganz in Ordnung. Haben wir noch mal Punkte? Nein, haben wir nicht. So, das heißt, ich müsste jetzt zusehen, dass ich hier irgendwie wieder rauskomme. Es ist merkwürdig. Es ist echt krass. So, da sind die Blutspuren. Okay. Ich schleiche mich jetzt einfach mal hier lang und habe die Hoffnung, dass ich jetzt nicht gesehen werde. So, der ist offensichtlich... hier irgendwo hochgelatscht. So wie jetzt aussieht. Das heißt, wir rennen jetzt hier hinterher. Ich hoffe, dass es jetzt nicht allzu weit ist, dass wir jetzt nicht mehr allzu viel Stress kriegen. Aber das macht gar nichts, du Bluter. Es wäre jetzt nur eine Katastrophe, wenn er zu mir sagt, du brauchst einen Tampon oder so. Aha, da hinten geht er. Ich wusste doch, da war einer. Ich wusste es doch. Natürlich. Natürlich, natürlich, natürlich. Weil er vor allem hier irgendwo
gegen eine unsichtbare Barrikade gesprungen ist. Na klar. Da hinten geht's weiter, okay. Und das heißt, der ist jetzt hier alleine? So nehmen wir zumindest mal an. Okay, der ist hier hochgelatscht. Hier waren wir ja schon mal, ne? Damals mal. Vor gefühlten 500.000 Folgen waren wir hier mal. Und jetzt hoffe ich, dass wir jetzt hier nicht gleich gesehen werden. Sondern erstmal so ganz gechillt hier langlatschen können. That accursed Jarak could not have disappeared into thin air. The traces of his contemptible blood lead us here. He cannot have come this way, Castasil. This door is double locked. We must have missed something. Let us recheck the trail of his rancid blood. Gut, das ist ein Wort. Und die andere Troller kann da auch gehen. Tschüss. These Dark Elves are as stupid as Rakash if they think that a locked door can stop Jarak. Sehe ich genauso. Weil es kann wirklich vieles passieren. Aber nicht, dass denen die Tür aufhält. Das kann sie knicken. So, komm her. Well, well. I didn't think you'd follow me this far. See? I got a few tricks too. Now where's the quartz? You have no idea what you've gotten yourself into. Now you just tell me where the quartz is, or my knife gets into you. Fine. In the mines, in the subterranean levels of the city. Find the outcast. Jara came this way. Thanks a lot. Bye-bye. Tja, so einfach kommst du zum Quarz und das willst du dann nicht. So, wir haben die Mission tatsächlich abgeschlossen. Alter Schwede. Richtig, richtig, richtig cool. Auch wenn ich eigentlich nicht das erreicht habe, was man wollte. Gnade, getötete Spieler 15. Je weniger, umso besser, glaube ich, ne? Dieb gefunden und Artefakte natürlich 6 von 20. Und die Schnelligkeit 53 Minuten. Ja, kann man so lassen. Aber ausgelöste Alarme. Das war tatsächlich zu viel. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Mission. Whoa, this is good quartz, man. I'm gonna need a lot more of that. The quartz scepters that Lysrel is about to share with the other races might be powerful, but they don't vibrate with as much energy as the medallion worn by Jarak. Okay, wenn du das so sagst, dann wird das so sein, Alter. Ja, heiß. Muss man ja mal so sagen. I expected a war or an economic alliance, but not that. Yep, looks like you're gonna have to get a new job. Why has Lysrel asked the other races to bring the goblins Warum back to her alive? You know, son, I really don't give a shit. Tell you what. While you consider your career options, I'm gonna take a look around those mines. I got to get my hands on some of that pure quartz. And you better be here when I get back. Don't forget, you owe me. Das war's? Okay, das war's. Dann verlassen wir jetzt den Unterschlupf und hoffen, dass wir da irgendwie rauskommen. Huch! Latsch doch ruhig mal gegen, das machen wir. Das heißt, haben wir hier irgendwo noch was, was wir einsammeln können? Vielleicht, eventuell?
Bestätigen. Was können wir da noch? Wir haben Fertigkeitspunkte. Töten. Dich nehmen wir noch mit. Okay, können wir nicht mehr. Dann ist das so. So, haben wir noch irgendwas? Können wir noch was anderes fertigen vielleicht? Lebenstrank. Nicer. Was haben wir hier noch? Achso, das sind die Missionen, die wir gemacht haben. Sonst ist ja nichts weiter mehr, ne? Hey, Lady. Nee, das war's. In der Tat. Okay, dann können wir runtergehen. Und dann können wir den Unterschlupf verlassen, sozusagen. Und können uns verpieseln. Endlich weg von hier. Und dieser Grützemann. Ups. Ups. Shit, it's a real mess with all... Newsflash. The jump button is not located between your ass cheeks. Nice, Alter. Ohne Witz. Maybe it is for you. Halt die Klappe. Ey, das ist... Sorry, Alter. Wie dumm. The Quartz Scepters that Lysrim is about to share with the other race... Ey, sowas Dummes. Kann ich schon mit der quatschen? ...but it don't vibrate with as much energy as the medallion worn by Jarrah. So, jetzt kann ich. Okay. I expected a war or an economic alliance, but not that. Yep, looks like you're gonna have to get a new job. Why is Lysrim asking the so other races to bring the goblins back to her alive? You know something? I really don't give a shit. Tell you what, while you consider your career options, I'm gonna take a look around those mines. I got to get my hands on some of that pure quartz. And you better be here when I get back. Don't forget, you owe me. Genau, ich möchte mal dein Gesicht sehen. Kann man dein Gesicht sehen? Oh, doch. So ein bisschen kann man dein Gesicht mal sehen. Okay. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Das wär's. Danke. So, jetzt aber. Pass auf, jetzt... jetzt gehen wir nicht nochmal so doof runter. Es tut mir leid. Boah. Jetzt habe ich eben nach hinten gemacht und dementsprechend war das doof gewesen. So, können wir hier schon runter, ohne dass wir uns jetzt wehtun? Gut, alles klar, dann können wir hier weg und gehen einfach mal woanders hin. So, Freunde, nächste Mission, die Minen. Da oben steht's natürlich und das machen wir natürlich in der nächsten Folge, wenn euch der Part gefallen hat. Auch wenn er etwas chaotisch und trottelig gewesen ist, aber ich bin nun mal kein Pro-Gamer. Ich bin halt einfach nur ein... Irgendwas. Wenn euch, wie gesagt, dann lasst einen Daumen nach oben da, eine Bewertung und vielleicht auch ein Abo und dann sehen wir uns am Freitag wieder zur nächsten Folge von Styx Shards of Darkness. Euch jedenfalls viel Spaß. Morgen auch beim Vatertag. Bis dann. Ciao.